Walter, Sie sind heute das erste Mal bei uns. Ja. Haben Sie den Auskunftsbogen schon fertig ausgefüllt? Ja, da ist er. Aha. Mhm. So, so. Ihr Geburtsdatum haben Sie nicht ausgefüllt. Tatsächlich. Darf ich Sie fragen, wie alt Sie sind? Dürfen Sie nicht. Ja, ich muss doch Ihr Alter wissen, wenn ich Ihnen einen adäquaten Partner vermitteln soll. Im Prinzip brauche ich keinen adäquaten Partner. Er soll halt zu mir passen. Ja, aber das meine ich ja damit. Ihr Alter ist dafür wichtig. Mein Alten habe ich vor 14 Tagen aus der Wohnung rausgeschmissen. Der ist überhaupt nicht wichtig. Sie haben was? Ich habe meinen Alten vor die Tür gesetzt. Der hat sowieso nur Dreck gemacht den ganzen Tag. Ja, wieso denn? Weil er ein Fad war im Schädel, dem nichts nutzt. Ich meine, wieso Sie ihn vor die Tür gesetzt haben? Weil ich im Lotto gewonnen habe. Und da habe ich ihm gesagt, dass er sich schleichen soll. Waren Sie lang verheiratet? Viel zu lang. Und da haben Sie ihn so ohne weiteres davon gejagt, haben Sie ihm gar nichts vom Gewinn abgegeben? Nein, ich habe ihm natürlich nichts gesagt vom Lottogewinn. Der hat einen Vorschein gekriegt von den Wiener Linien und ab mit ihm. Ein Vorschein? Nein, sicher, sonst kommt er wieder zurück. Und sonst nichts? Oh ja, den Fuhrmerkschein vom Wiener Wohnen für eine Gemeindewohnung hat er auch gekriegt. Man ist ja kein Unmensch. Und jetzt wollen Sie also in Ihrem Leben etwas ändern, ne? Genau. Und deswegen habe ich dem Peppi ja gesagt, dass es aus ist. Ihr Mann hat also Peppi geheißen? Nein, das war der Hausfreund. Sie waren Ihrem Mann also nicht treu? Oh ja, beiden sogar. Ja, das geht mir auch nichts an. Haben Sie viel im Lotto gewonnen? Na genug. Kann man das blöde Institut da leisten und arbeiten wir auch nicht mehr gehen müssen. Und ein Haus haben wir auch schon gekauft. Sehr schön. Kommen wir also zur Sache. Wie soll Ihr Traummann denn aussehen? Na gut. Gut? Ja, na so ein dunkler Typ, so ein Italiener mit so ein bisschen am Bart, das war schon recht schön. Ja, na, das wird sich schon finden, ne? Das Wichtigste aber ist, er muss ordentlich gebaut sein. Ich meine, körperlich, ne? Nun, nein, einen geistig gut gebauten Typen wäre meiner. Eh klar. So einer wie von den Chicken Mex. Die Chicken Macs von McDonald's? Blödsinn, McDonald's. So einer von den Chicken Macs, die alle so tanzen und sie ausziehen und dann haben sie nur mehr so einen Kragen und so Manschetten. Sie meinen die Männer der Striptease-Gruppe Chippendales? Das habe ich da eh fast gesagt. Wie wenn das nicht wurscht war bei dem Aussehen. Das wird aber dann schon ein bisschen schwerer. Das kostet extra. Wurscht bei mein Geld. Aber nicht vergessen, gut gebaut muss es sein. Ja, aber diese Männer sind ja die reinsten Bodybuilder. Da ist jeder gut gebaut. Ja, aber nicht dort, wo ich mein. Wo meinen Sie denn? Genau dort. Ich will endlich einen ordentlichen Mann. Nicht so wie meine zwei verflossenen Trotteln, die mir alle einreden wollten, dass 20 cm gerade einmal so viel sind. Na schön. Ich glaube, ich hätte da genau den richtigen für Sie. Echt? Haben Sie ein Foto? Freilich. Bitte sehr, was sagen Sie? Gegen den ist der Schwarzenegger das reinste Röntgenbügel. Also, das ist aber schon wieder ein bisschen übertrieben. Der schaut ja aus, wie wenn einem 1000 Bienen gestochen hätten. Lauter Dieben. Ja. Na, oder der da? Was sagst du zu dem? Ja, der ist schon ein bisschen besser. Aber der hat einen dümmlichen Gesichtsausdruck. Finden Ja, aber körperliche Stärke macht doch so manches geistiges Defizit wieder gut. Ja, aber der, so schaut er nicht einmal eine Kuh rein, wenn es blitzt. Was hat denn der für eine Schulbildung?
8 Jahre Volksschule. Ja. Und nach der zweiten Klasse ist er austreten. Ja, gut, aber der da, der war da aber dann genau der Richtige. Was? Das Händel in der Badhosen da? Der hat aber eigenen Angaben nachzufolge ordentlich was in der Hose, wenn Sie wissen, was ich meine. Sicher weiß ich, was Sie meinen. Ich schau mir das nochmal an. Der kann seine tolle Männlichkeit aber gut verbergen in seinem Leopardenswing da. Wo soll der gut gebaut sein? Das Foto ist im Winter gemacht worden. Kriegt sie alles zusammen. Und wieso sieht man da Palmen im Hintergrund? Ja, das ist auf die Malediven aufgenommen worden. Auf die Malediven ist aber heiß. Trotzdem war es Winter. Ich will sie einmal garieren. Gut. Na, dann habe ich aber hier jetzt den absoluten Traummann für Sie. Bitte sehr. Ja, der schaut aber gut aus. Wie schaut es da unten herum aus? Das ist ein Rubelbild. Ein was, bitteschön? Ein Rubelbild. Rubeln sind wir an der Badhose. Und weiter oben. Na wohl, gebrack. Den nimm ich. Ja, das ist aber nicht so einfach. Ich will den und basta. Ja, aber der steht nur auf Blonde mit einem großen Busen. Sagen Sie ihm seine Traumfrau ist gefunden worden. Ja, aber sie schauen doch ein bisschen anders aus. Jetzt noch. Aber noch ein Schönheitschirurgen passt das schon.